Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Steuern und Abgaben in Deutschland. In Deutschland werden auf viele Artikel, Dienstleistungen und Ähnliches verschiedene Steuern erhoben. Diese ist zumeist in den Preisen inbegriffen oder werden bei Auszahlungen, Z.B. von Arbeitslohn, Grundsicherung etc. automatisch abgezogen. Die Umsatzsteuer, umgangssprachlich Mehrwertsteuer, wird auf alle in Deutschland gehandelten Artikel und Dienstleistungen berechnet. Sie beträgt 19%, bei manchen Dienstleistungen und Produkten auch nur 7%. Auf viele Produkte, wie Zigaretten, Alkohol und Benzin wird in Deutschland eine zusätzliche Steuer berechnet, weshalb sie recht teuer sind. Wer in Deutschland arbeitet, dem wird Lohnsteuer abgezogen. Diese liegt zwischen ca. 20% und 48% des Gehaltes. Das ist zum Beispiel davon abhängig, ob man verheiratet ist oder Kinder hat. Zahlt man keine Lohnsteuer, so gilt das als Schwarzarbeit und ist strafbar. Außerdem vom Lohn abgezogen werden die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung, ein Solidaritätszuschlag, sowie die Kirchensteuer. Die Versicherungen dienen dem Wohl der Arbeiter für Krankheit, Rente im hohen Alter und Pflege. Die Kirchsteuer kommen den Religionsgemeinschaften zugute. Der Solidarbeitrag dient zum Ausgleich von Unterschieden in West- und Ostdeutschland, also dem Aufbau der ehemaligen DDR. Die Arbeitslosenversicherung ist für den Fall, dass jemand seinen Job verliert. Darauf Anspruch hat jeder, der in Deutschland 12 Monate gearbeitet hat. Wird man arbeitslos und findet länger keinen neuen Job, greift nach einer gewissen Zeit nicht mehr die Arbeitslosenversicherung, sondern das Sozialsystem mit der Grundsicherung. Im deutschen Sozialsystem bezahlen alle gemeinsam, um allen gemeinsam zu helfen. Das Geld für die diversen Versicherungen wird daher für alle Menschen genutzt, die es benötigen und nicht nur für die Person, die es bezahlt hat. In Deutschland herrscht Steuerpflicht. Wer absichtlich keine Steuern zahlt oder deren Zahlung umgeht, macht sich strafbar. Daher sollten Sie Waren nur von normalen Geschäften und Verkäufern kaufen. Außerdem sollten Sie nur Arbeit annehmen, bei der Sie offiziell angemeldet und versichert sind, sowie einen Nachweis über Gehalt und gezahlte Steuern erhalten,